Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einer neuen One Piece Theorie. Und heute will ich euch meine Gedanken zu Zorros Auge mitteilen. Was ist während des Timeskips passiert? Wann wird er sein Auge öffnen? Und was wird passieren, wenn er es öffnet? Das alles sind so Fragen, die man sich so zu Zorro stellt. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass manche Leute oder Fans sagen, dass es mit Zorros Auge nicht wichtig ist und es nur eine Narbe oder ein Kratzer ist. Jedoch hat Zorro auch andere Narben und alle haben wirklich eine Bedeutung. Es ist also ausgeschlossen, dass Oda Zorro eine so krasse Narbe geben würde, ohne irgendwie eine Geschichte dazu zu haben. Die populärste Theorie, wie Zorro sein Auge während des Timeskips verloren hat, ist, dass er von einem Dämon besessen ist. Und um den Dämon zu stoppen, ja, dass er sich weiterbreitet, hat Mihawk Zorros Auge eine Narbe verpasst. Ich persönlich bin nicht wirklich mit dieser Idee einverstanden. Es gibt eine Sache, die die Leute vergessen, denn gucken wir uns das Verhältnis zu Ruffy und Rayleigh erstmal während des Timeskips an. Rayleigh kümmert sich um Ruffy und wenn Ruffy in Gefahr war, würde er alles tun, um ihm zu helfen. Mihawk jedoch interessiert sich nicht für Zorros Wohlbefinden. Er hilft ihm nur, weil Zorro ihn mit seiner Stärke schon damals überrascht und beeindruckt hat. Und wenn Zorro in Gefahr wäre, würde er ihm nicht helfen, da es Zorros Aufgabe wäre, sich selbst zu retten. Und Mihawk würde niemanden trainieren, der sich nicht selbst retten kann. Und wenn Mihawk wirklich Zorro helfen will, würde er ihm keine Abkürzungen, sage ich mal, geben und ihm direkt das Auge verschließen. Er würde zu Zorro sagen, dass er selber damit klarkommen muss und er würde auf Zorro warten, bis er da aus eigener Faust wieder rauskommt. Das ist Mihawks Art zu trainieren. Er hilft so wenig wie möglich, damit der Schüler so weit wie möglich wachsen kann. Und zweitens, naja, sie sind immer noch Feinde. Zorro will Mihawk besiegen bzw. töten, wie er schon so oft gesagt hat. Mihawk selber sagte auch, dass es sehr komisch sei, Schwertkunst an jemanden zu lehren, der ihn töten will. Denk nochmal daran, wie Zorro seinen Stolz niederlegen musste, nur um Mihawk zu bitten, ihn zu lehren. Zorro und Mihawk sind sehr stolze Männer und es scheint auch wirklich so, für mich zumindest, dass Mihawk nicht Zorros Auge angefasst hat oder die Narbe hinzugefügt hat. Aber wenn Mihawk es nicht getan hat, wer dann? Ich denke, Pirona war es definitiv auch nicht. Es ist schwer zu sagen, es gibt nicht viele Werke oder Sachen, die man damit verknüpfen könnte mit Zorros Auge, außer die nordische Mythologie, an der Oda sich gerne und oft bedient. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die Porneglyphe, welche an Runensteine von Wikingern angelehnt sind. Oda ist ein sehr großer Fan von Wikinger-Geschichten und Sachen, die damit zu tun haben. Und Wikinger haben ihn auch inspiriert, One Piece zu machen. Vielleicht habt ihr schon mal von Odin gehört. Er ist in der nordischen Mythologie ein tapferer Kriegergott und König von Valhalla und nebenbei, wir haben ja letztens erfahren, dass die Riesen in Elbern Namen aus der nordischen Mythologie haben, zum Beispiel Prinz Loki und der König von Elbern wird dementsprechend höchstwahrscheinlich auch Odin heißen. Eine kleine Fantheorie am Rande und ja, dieser Odin wollte nichts als Weisheit und Intellekt und Odin fand dann einen See oder einen Brunnen, der ihm die ganze Weisheit geben würde, wenn er davon trinkt, aber er musste ein Opfer machen, um das zu tun. Also hat Odin sein Auge rausgeschnitten und erhielt dafür, was er wollte. Ich glaube, Zorro hat dasselbe getan. Es war Zorro und nicht Mihawk, der sein Auge als Beweis für seine Entschlossenheit rausschneidete oder es mit der Narbe verschlossen hat. Zorro würde alles opfern, um stärker zu werden und um Ruffy zu helfen, Piratenkönig zu werden. Aber die Frage ist, was hat Zorro im Gegensatz dafür bekommen? Was hat ihn dazu gebracht, das Opfer zu machen? Wir wissen ja, dass Zorro ein Dämon oder ein Biest namens Asura in sich trägt und es ist möglich, dass Asura ein eigenes Wesen ist und viele Charaktere, die gegen Zorro gekämpft haben, haben wirklich diese Bestie gespürt. Ich glaube, dass die Sache mit Zorro und Asura ähnlich so wie Cavendish und Hakuba ist. Ich glaube, Asura und Zorro haben auch eine negative Beziehung zueinander wie Cavendish und Hakuba, aber nicht so in dem Ausmaß, dass der Dämon wirklich die Kontrolle übernimmt wie bei Cavendish. Und hier kommen wir jetzt zur Theorie, was während des Timeskips passiert ist. Ich kann mir das Ganze so vorstellen, dass Zorro die volle Kontrolle über seine Asura-Macht gewinnen wollte, aber er war, ich sag mal, nicht würdig dazu oder nicht würdig genug, bis er das Opfer machte. Dann nahm er halt sein eigenes Auge, um seine Entschlossenheit zu Asura zu beweisen, genau wie Odin und
Dieses Opfer gab Zorro ungeheure Kraft, so sehr, dass er in der neuen Welt kaum irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Ich will mir nicht vorstellen, wie stark Zorro sein wird, wenn es wirklich mal ernst wird, zum Beispiel gegen Kaido. Und das waren so meine Gedanken, wie er sein Auge verloren bzw. verschlossen hat. Nun kommen wir zum interessanten Teil, was passiert, wenn er es öffnet. Ich denke, Zorro wird noch in der Lage sein, Asura mit geschlossenem Auge zu benutzen, aber wenn er es öffnet, wird es ganz anders sein und da kommen wir wieder zu Sachen mit der Mythologie, denn sein Asura könnte zu einem Vritra werden. Jetzt fragt euch sicherlich, was das ist. Ich musste selber ein wenig nachforschen dafür, denn Vritra ist ein drachenähnlicher Dämon aus Mythologien und dieser Vritra ist der stärkste aller Asuras und ich glaube, dass Zorros Asura sich in diese Form erwachen wird, sage ich mal, wenn er sein Auge öffnet. Aber warum hat Zorros Asura ausgerechnet was mit Drachen zu tun und kann sich in diese Form verwandeln? Schauen wir uns dazu erstmal die Symbolik vom Drachen in One Piece an und von dem Tiger. Im Zoark wurden wir schon mal heiß gemacht auf den Wano Kuni Arc und Oda hat im Zoark eine ganz spezielle Szene reingebracht. Die meisten gehen davon aus, dass Wano Kuni Zorros Arc sein wird und im Zoark haben wir auf dem Boden die beiden Zeichnungen von dem Tiger und dem Drachen gesehen und der Tiger soll Zorro darstellen. Der Tiger ist immer das Tier, welches für Zorro steht und die Drachen sollen wirklich das Böse, die Bedrohungen in Wano Kuni darstellen. Es gibt so viele Color Pages von Oda mit Drachen und mit Zorro, wie er irgendwie auf Drachen schaut oder so und viele, aber nicht alle von Zorros Angriffen sind auch wirklich nach Tieren benannt und die bemerkenswertesten von seinen Attacken sind auch wirklich nach Drachen benannt und als Zorro gegen Ryuma gekämpft hat auf der Thriller Bark, hat Zorro irgendwie Flammen in Ryumas Wunden entzündet, komplett aus dem Nichts und wie wir wissen, Drachen können Feuer atmen. Also, es gibt so viele Anspielungen darauf, dass Zorro etwas mit Drachen zu tun hat. So könnte man davon ausgehen, dass Zorros Dämonenergie vielleicht eine Mischung mit Drachenenergie sein könnte. Ich glaube, dies alles kombiniert bedeutet einfach, ja, die neue Asura-Form wird mit Flammen zu tun haben, sodass Zorro wirklich ein Feuerschwert hat und Attacken damit ausführen kann. Zudem hat Zorro selbst einmal gesagt, dass er gerne ein Feuerschwert haben würde. Das war kurz vor dem Fischmenscheninsel Arc, wo die da schon unter Wasser waren. Und wenn sein Asura sich in den Vritra-Drachen verwandelt, werden seine Schwerter in diesen Drachenflammen bedeckt sein und sein Wunsch wird mehr oder weniger erfüllt. Ich denke, dass Zorro diese neue Fähigkeit im Kampf gegen den Shogun aus Wano Kuni auspacken wird. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich einen Todeskampf haben wird und kurz am Ende sein wird und er dann sein Auge öffnet, um zu gewinnen. Es ist eine sehr vage Theorie. Ich würde mehr sagen, es ist eine Spekulation, was mit seinem Auge passiert sein könnte. Natürlich, es kann auch einfach sein, dass nichts mit dem Auge passiert ist, dass er einfach ja eine Wunde bekommen hat, eine Kratze, eine ganz normale Narbe, aber das war wirklich die schlechteste Lösung, wenn ich ehrlich bin, denn Zorro hat sehr viele Narben, zum Beispiel an seinem Bein, an seiner Brust und jede Narbe von ihm hat wirklich eine Geschichte, die auf der Brust zum Beispiel, als er gegen Mihawk gekämpft hat und das war aber mein Baratier, da wollte er keine Narbe oder Verletzung am Rücken haben, da das irgendwie nicht würdig für einen Schwertkämpfer ist und deswegen hat er sich wirklich den Bauch aufschlitzen lassen und da ist bis heute diese große Narbe. An den Beinen hat er auch Narben, als er sich sie abschneiden wollte. Das war auf Little Garden, als alle zu Wachs gemacht wurden von Mr. Three und Zorro alle retten wollte und sich die Beine wirklich abschneiden wollte. Und wirklich das Auge mit der Narbe, da muss wirklich irgendetwas sein, deswegen kann es nicht nur irgendeine ganz normale Narbe sein. Vielleicht kämpft Zorro auch gegen Jack und nicht gegen den Shogun. Wäre auch eine Möglichkeit, aber der Shogun ist wirklich auch jemand, der wirklich neben Kaido im Wano Kuni Arc als wirklich der zweite primäre Antagonist dargestellt wird. Ich könnte mir da wirklich Zorro vorstellen. Natürlich wissen wir noch nicht, wer der Shogun von Wano Kuni ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass er auch wirklich mit Schwertern kämpft und irgendwas Krasses an sich haben muss. Zorro gegen Jack wäre jetzt wirklich nicht so das Match, was wirklich ausgelegt wäre für Zorro. Natürlich, Jack hat in seiner normalen menschlichen Form diese zwei Sicheln oder was das sind. Zwar keine richtigen Schwerter und in seiner Mammutform wäre es sowieso kein Gegner für Zorro. Ich denke, wir wollen alle im Wano Kuni Arc einen richtig heftigen klassischen Schwertkampf und
dass er da sein Auge öffnet, ist wohl das Wahrscheinlichste, was da passieren wird. Es gibt auch die Theorie, dass er irgendwie Haki freisetzen kann, wenn er sein Auge öffnet und das irgendwie da gesammelt hat und gespeichert hat. Und wenn er sein Auge öffnet, wird alles freigesetzt und er hat wirklich einen mächtigen Kraftschub. Aber das sind so Theorien, die passen hier gerade nicht mehr so rein. Deswegen aber so kleine paar Randspekulationen neben meiner eigentlichen Theorie sind auch gar nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, es ist eine vage Theorie, mehr eine Spekulation. Schreibt mir ruhig mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was glaubt ihr, ist wirklich mit Zoros Auge passiert? Was passiert, wenn er es öffnet? Und wie fandet ihr die Sachen aus den ganzen Mythologien, die ich hier mit in die Theorie genommen habe? Zum Beispiel hier mit dem Viritra und so. Ich glaube, ich werde auch eine Menge Bilder einblenden dazu, damit man sich das mehr oder weniger vorstellen kann. War es ein bisschen zu weit hergeholt oder so? Und ja, ansonsten war es das mal wieder mit dem Video. Folgt mir auf Twitter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.